Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen dieses Mal ganz schön eine Runde Battlefield 3 Kampagne. Battlefield 3 deshalb, weil ja im Herbst, also wenn es Oktober sein soll, dann wird es Oktober sein. Battlefield 4 kommt dann raus und dann habe ich mir gedacht, als Auftakt spielen wir mal Battlefield 3 durch. Bei Battlefield 4 bin ich dann von Anfang an dabei mit dem Matorsa LP. Dann machen wir, wenn es einen Koop-Modus gibt, den Koop-Modus und auf jeden Fall kommen dann ein paar Multiplayer-Videos. Ja, ich habe ja schon mal angefangen, das ist schon die zweite Mission, weil die erste habe ich schon gerade gezockt, damit ich so die Sound-Balancing und so gemacht habe, damit das alles passt. Und genau, wir spielen auf Schwierigkeit normal, wir sind keine Pussy. Neue Kampagne, dann starten wir mal. Ja, bla bla bla, okay. Wir spielen auf, was steht denn hier? First Person, ja, für ungewohnt, bla bla bla. Wir spielen normal. Und das finde ich auch cool. Jetzt hat hier Ladebildschirm. Schon in der ersten Mission grenzt sich Battlefield 3 von, also Battlefield insgesamt von der COD-Reihe ein bisschen ab. Oh, jetzt muss ich gleich still sein. Weil bei COD bist du irgendwie in deinem Camp und trainierst da und hier geht's gleich zur Action. Genau. Wir werden verfolgt. Waffensteuerung, alles klar. Vielleicht schon mal erst die ersten zwei beiden. Die ersten beiden abknallen. Und wir befinden uns in einem Zug mit Leuten voller Masken, mit Masken. Ich glaube, das werden nicht unsere Freunde sein. Das ist schon eine bessere Waffe, das sieht man jetzt schon. Eine Shotgun. Nice. Ist hier einer? Nein? Wäre. Dammit. Los, Zweikampf. Und... noch eine bessere Waffe. Gefällt mir. Das bist ein... Och nee. Och nee. Raus, raus. Und eins, zwei, rüber. Hoch, komm, du schaffst es. Hoch, 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 hoch. Ja. So, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns hinlegen. Ah, da kommen die schon hoch, die Maden. Du kriegst mich nicht. Boah. Steh doch auf jetzt. Okay. Wir hüpfen mal in das Loch und schauen, was passiert. Schön, in so einem Zug kann man sich wirklich fast überall verstecken. Das gefällt mir. Oh. Da ist noch einer. Hm, schönes Poster. Das wird wohl kein Apple sein, oder? Nein. Haben wir Granaten? Nein, haben wir nicht. Und weiter geht's. Was war... Was ist das? Oh oh. Nicht cool. Ach, was willst du denn schon wieder?
Das ist die große Frage, sind wir alleine oder nicht? Das war schon mal das Tutorial, weiter geht's mit Operation Swordbreaker. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht, weil ich habe das am Anfang, Battlefield 3 ist ja schon länger rausgekommen. Und an wirklich alles kann ich mich nicht mehr erinnern. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA. Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier wären wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir wissen. Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLA? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Ich glaube, der Typ ist irgendwie gegen uns. Tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna tell him that. Mr. 1-3, Kenntnis für Führung. Überqueren die Demarkationslinie in 2 Minuten. Over. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Sein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3. Verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts. Willkommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Das sieht ja alles mal wieder richtig geil aus. Hier in die Sonnenstrahlen, wie auch im Multiplayer. Die Leute. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet, aber es klingt groß und perfekt. Und dann noch diese Taille. Ach so, ja. Männer unter sich und so. Genau, wir können nicht laufen. Scheint so ein Markt zu sein. So in den südlicheren Ländern. Blackburn, komm schon. Ja, das Spiel lässt nicht zu, dass ich schneller bin. Willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 09:30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Mal los. Dann mal los. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Bericht über Feinde in diesem Stadtteil? Wieso kann ich nicht laufen? Hä? So, auf geht's. Jetzt kann ich wieder laufen. Sehr schön.
mir gerade die Nackenhaare hoch. Hm. Es schaut mir so aus, als ob das die Map großer Bazar wäre, Multiplayer. Stimmt, ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. So, wir gehen mal voran. Wow. Erdbeben. Jemand soll dem Räumkommando sagen, es soll die Munitionslagerweite wegrüsten. Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Ziemlich große Querstraße, viel freies Feld. Da kommt was zurück. Bis er vorbei ist. Ja. Er ist weg. Okay. Jetzt sind zwei Truppen. Los geht's. Du, Petkovic, nehmt die Tür rechts. Und los geht's. Du musst aufschließen, Black. Los! Wir sollten folgen. Exit. Sollen wir die Tür aufmachen? Nein. Okay. Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das alles nicht. Wow. Scharfschütze! Werfe auch Granate! Los! Schneller, los! Und es fängt gleich wieder an. Wir sind auch gleich ziemlich unter Beschuss geraten. Boah! Explodiert der halbe Parkplatz. Und... Nee, oder? Ja, oh, cool, auf jeden Fall. Mission gescheitert. Oh, Mann. Autos können explodieren. Ja, das haben wir gerade mitbekommen. Genau, er wurde angeschossen. Genau. Gut, wir stehen unter Beschuss. Erstmal ein paar Granaten werfen, damit die Autos explodieren. Und wir sind gleich wieder down. Was ist denn hier los, Alter? Sorry, Leute, aber, ja, keine Ahnung. Oh, Mann. So, nächster Versuch. Wir rushen jetzt einfach gleich mal zu den Leuten vor. Schauen, was man hier alles so mit... Granaten, oh, Mann. Wir sind gleich wieder down. Was ist denn hier los? Ich gehe raus aus meiner Position und werde sofort wieder beschossen. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So, jetzt ist... Haben wir die Feinde ein bisschen eingedämmt. Sie bewegen sich! Los, los, hinter mir! Hinter dir? Gut, okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stock! Oh, wir haben einen Sniper. Sehr gut. Erster Stock. Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Ich sehe keinen Bazooka-Kerl. Da war einer. Leider nicht erwischt. Wir warten jetzt einfach mal, bis die herauskommen, wie das im Versteck. Der erste ist weg. Der zweite muss auch noch rauskommen. Wo ist er denn? Der kommt nicht mehr, okay. Werf nochmal eine Granate vor. Gucken, wie ich soll es mitnehmen. So, weg mit dir. Weg. Weg. So. Oh, das war unsere, sorry. Und? Von wo? Von wo? Und wieder zurückziehen. Hä? Da. Du siehst nicht gut aus.
Der sieht echt nicht gut aus. Dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Hoffe ich. Noch ein Beben? Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Oder doch nur ein Nachbeben. So, los geht's, Jungs. Augen offen halten. Scheiße. So, wir müssen uns verdecken, zu decken. Los geht's. Oh, der Sniper hat uns entdeckt. Nicht cool. Leute, komm rein. Incoming. Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holt Al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran, oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Doch schon dunkel hier. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Wir sind auf jeden Fall vorsichtig. Gesichert. Wow. Oha. Scheiße, Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben, unten bleiben.